Hallo und herzlich willkommen zu Auf dem Tisch, dem Review-Podcast der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne. René ist schon wieder so richtig euphorisch und hektisch und gut drauf heute. Der Matthias. Der Arne, der ist heute wieder nur am Rummeckern und Maulen. Das ist unfassbar heute. Vielleicht liegt es daran, an unserer Aufnahmezeit und an unserem Aufnahmetag. Wollen wir nein. Daran kann es nicht liegen. Wollen wir Darf ich mir auch noch vorstellen, wer ich bin? Nö. Wer bist du denn? Ich bin der René. Alles klar. Tschüss. Das reicht schon, mehr musst du gar nicht sagen. Okay. Ja, der geneigte darf Hörer, der Arne erklären, worum es geht. Der geneigte Hörer merkt, wie das hier abends aufnehmen. Ja, wir möchten heute mal wieder eine Auf-den-Tisch-Folge machen, also irgendwie Spiele ein bisschen vorstellen, ohne irgendwie großes Drumrum. Heute möchten wir quasi wieder so ein Überthema machen und wir stellen einfach mal ein paar Erweiterungen vor. Oder haben wir natürlich vorher bestellt. Jetzt können wir sie vorstellen. Ja, genau. Oh mein Gott, Wortwitze um die Uhrzeit. Ja, die werden nicht besser. René hat schon Zug bekommen heute. Oh. Nur gestern und vorgestern. Es ist Rosenmontag für unsere Hörer. Alaaf. Also gerade für die Hörer, die das vielleicht erst in 2 Jahren hören. Ja, wenn sie es genau dann, naja. Genau. Aber getreu unserer letzten Folge, wir haben doch keine Zeit, darf der Arne jetzt beginnen. Ja, ich möchte über die Machikoro-Erweiterung reden. Machikoro-Großstadterweiterung heißt die. Ich hatte ja mit Machikoro so ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis. Eigentlich fand ich es gut, dann wieder nicht. Manchmal nervt's mich, manchmal finde ich es super. Erwartungshaltung zu hoch und so weiter. Das ist so bei die Zusammenfassung gewesen. Jetzt zu Essen hat der Kosmos Verlag eine Erweiterung nachgeschoben. Oder eigentlich sind sogar 2 Erweiterungen, nämlich einmal die Hafenerweiterung und einmal im Deutschen heißt es Spezialerweiterung. Auf Englisch hieß die anders, ne? Ja, die hieß irgendwas mit Royal oder so. Ich weiß nicht. Millionär. Ach, ja, genau, Millionaire's Row. Millionaire's Row, genau. Hier heißt es irgendwie Spezialerweiterung. Dem Spiel liegen viele Karten bei, also 140 Stück in einer genauso großen Schachtel wie Machikoro. Und ja, soll ich schon mal das Fazit vorneweg sagen, oder? Wie du es für sinnvoll hältst. Ich habe ja schon öfter durchklingen lassen, dass ich es mit Erweiterungen zum Beispiel nicht so habe. Aber dies ist jetzt zum Beispiel eine Erweiterung, was für mich das Spiel ganz rund macht. Denn das Spiel, ich hatte ja bemängelt, dass Machikoro ein bisschen, manchmal auch ein bisschen gleichförmig ist und die Abwechslung auch ein bisschen fehlt. In der Standardvariante, die in der Regel steht, spielt man ja mit allen Karten aufgedeckt, also ausgeteilt oder auf den Tisch gelegt. Haha. Ja, dann gibt es ja noch diese Variante, wo ja alle oder viele Leute spekuliert haben, dass das die Jury dazu bewogen hat, das auch auf die Nominierungsliste zu packen, das ist Machikoro, weil diese Variante einfach ein bisschen mehr Variabilität reinbringt, ist in meinen Augen aber krankte, dass es zu wenig verschiedene Karten gibt. Und genau diesen Kritikpunkt behebt jetzt diese Großstadterweiterung. Es gibt ein paar neue Großbauprojekte, die sind jetzt, weiß ich nicht, Standard, würde ich sagen. Aber dieses Spiel wird jetzt durch den neuen Spielaufbau, also es gibt in der Regel einen neuen Spielaufbau. Man baut nämlich verschiedene Kartenreihen auf. Nicht nur wie in der, wie nenne ich es denn jetzt, komme was wolle Variante, hieß es doch, oder? In der ja. Nicht nur eine Reihe, sondern es gibt irgendwie 2 oder 3 Reihen sogar, die man aufbaut. Einmal eine Kartenreihe mit Zahlenwerten bis 6. Und also von 1 bis 6, dann eine Reihe mit Zahlenwerten von über 6. Ach, und dann baut man noch 2 kleine Felder für die violetten Karten auf, so dass man so eine doppelte Ascension-Auslage hat, nenne ich es mal. Vielleicht kann man sich darüber was vorstellen. Also es ist auf jeden Fall sichergestellt, dass Karten sowohl mit niedrigem als auch mit hohem Wert immer ausliegen. Genau. Genau, da stellt das sicher. Und ja, wenn man das jetzt spielt, hat man halt immer auch genug Zahlenwerte zur Verfügung. Man hat auch immer irgendwie was zum Einkaufen zur Verfügung. Man hat nicht das Gefühl, dass man
eine Runde verschenkt, wenn man dran ist. Also es liegen viele Karten aus, aber halt auch nicht alle, sondern das ist variabel, das wechselt im Spielverlauf und diese Erweiterung zwingt auch durch verschiedene Karten zu anderen Spieltaktiken. Also beim Grundspiel habe ich zum Beispiel so gemacht, ich bin ganz spät erst auf die 2 Würfel gegangen, manchmal auch gar nicht, also man kann das Spiel ja auch mit einem Würfel relativ gut spielen und hier in der Erweiterung habe ich zum Beispiel so gemacht, oder da wurde ich gezwungen durch eine Karte, ich weiß nicht, Sushi Bar oder sowas hieß sie, die mich dafür bestraft quasi mehr oder weniger, wenn ich eine 3 würfele, dann bekommt der Gegner Geld von mir, das ist eine dieser fiesen roten Karten. Und wenn ich dann natürlich auf 2 Würfel gehe, ist die Chance, 3 zu würfeln, niedriger und so weiter. Ich habe das Gefühl, es ist mehr Interaktion drin, es ist einfach viel mehr los. Ich habe super viel Spaß jetzt mit dieser Erweiterung und ich habe heute schon im Auto vorhin oder überlegt, wie ich mir das irgendwie zusammenbaue, damit das alles in eine Schachtel passt, weil das passt nicht alles in eine Schachtel, leider. Angenehm kleine Schachteln im Deutschen, genau. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe ja so einen riesen Dominion-Koffer, ob ich mal irgendwie so mir so ein Projekt überlege. Das aber so, eigentlich reicht doch ein Einmachgummi um beide Schachteln rum, oder? Ja, oder so. Aber es wäre ja langweilig. lustig ist auch in der Regel, in der Regel steht, man soll halt erstmal mit dieser Hafenerweiterung spielen, dann mit der Spezialerweiterung und irgendwann steht, oh ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch, also später in der Regel steht, wenn ihr wollt, könnt ihr auch einfach alles zusammenmischen, nehmt die Großbauprojekte dazu, die ihr möchtet und macht euch das Spiel, wie ihr es möchtet, also wie es euch gefällt quasi. Und das finde ich eigentlich immer sehr schön und ich möchte auch jetzt nicht mehr ohne alle Karten spielen, also nur noch mit allen Karten. Also eine Must-Have-Erweiterung. Ja, ist eine Must-Have-Erweiterung, aber man Must-Have auch einen großen Spieltisch dazu. man denkt ja, es ist ein kleines Kartenspiel, aber dieses Spiel braucht unglaublich viel Platz. Und ich habe es mit dem Andreas vom Klicknamen, schöne Grüße. Wir haben es mal gespielt und er meinte, als er meinen Spieltisch gesehen hat, meinte, auf dem Tisch wollen wir das spielen? Haha. ihr kennt ja meinen Küchentisch und der ist nicht so groß. Es hat funktioniert, aber man braucht unglaublich viel Platz für dieses Spiel. Ja, aber einen großen Tisch hast du ja schon, seitdem der René mal da war mit irgendeinem Ameritrash, oder? Ja. Nee, die bringe ich zum Adern nicht mit. Ach so. Nee, wie gesagt, schöne Erweiterung unbedingt, also vielleicht, ob es das im Bundle irgendwie gibt oder ob irgendwann mal ein Bundle rauskommt. Also das ist jetzt für mich ein rundes Spiel und das klingt ja hervorragend. Im Notfall kannst du damit auch Wände bekleben oder so. Meinst du Steinwände oder was? Ja, also verstehe ich vollkommen, dass der es dir so zusagt. Also ich finde es auch total toll gelungen. Also das war ja vorher gefühlt sehr eintönig im Sinne von, es gibt ja nur die paar Strategien, die probiert man alle mal aus, an denen hat man alle seine Freude, aber irgendwann ist man damit durch. Und durch die Erweiterung ist es jetzt nicht mehr so einfach zu sagen, boah, ich gehe jetzt die oder die Strategie, sondern man hat das Gefühl jedes Mal so, was gibt's denn in der Auslage? Welche Strategie ist denn überhaupt möglich? Und auch das zu erkunden, das macht wieder richtig Spaß. Ja, genau. Und die Schachtel ist in schönen Orange gehalten. Muss ich auch nochmal anmerken. Wichtig. Ja. Also, wer Machikoro hat, der braucht die Erweiterung ganz dringend. Geht nicht ohne. Und vielleicht einfach nochmal 4 Würfel irgendwie dazupacken oder so. Ich mag dieses Würfel rumgeben. Nicht jeder kriegt bei mir jetzt irgendwie 2 Würfel und dann ist gut. Oh, Würfel in Spielerfarben. Ja, stimmt. Man braucht ja aber keine Spielerfarben. Nächste Erweiterung von Machikoro. Machikoro. Das war Machikoro, ja, Machikoro, genau. Die Großstadterweiterung von Masao Suganuma. Ja. Und dem Kosmos Verlag. Ja, das klingt sehr schön. Gut. Ich habe mir unheimlich schwer getan, eine Erweiterung rauszusuchen, die in Anführungszeichen erwähnenswert ist. Weil bei den ganzen Ameritrash-Spielen ist ja einfach eigentlich so, es ist mehr von allem. Also, weiß ich nicht. Bei den Arkham Horror bzw. Eldritch Horror Sachen mehr Monster, mehr Karten, mehr alles. Naja, ist das nicht das, was man bei einer Erweiterung meines Machikoro ja auch. Ja, aber da macht es das, da verändert oder macht es das Spiel auch besser.
bei den meisten Ameritrade-Sachen ist so, da gibt's halt mehr von den Sachen, ne? Also, es ist also der Unterschied ist der, bei einem Ameritrade-Spiel wäre das, was in der Magikoro-Erweiterung drin wäre, schon mit im Grundspiel mit dabei gewesen, plus nochmal die doppelte Menge dazu. Und dann gäbe es noch eine Erweiterung mit weiteren 700 Karten. Oder genauso so Erweiterungen wie, weiß ich nicht, für Living Card Games und sowas, das ist natürlich auch alles schwierig, jetzt nochmal aufzuwählen. Deswegen habe ich mich eigentlich jetzt für eine Erweiterung entschieden, hauptsächlich für ein Spiel, was ich einfach besonders toll finde, um das Spiel nochmal zu loben. Und zwar Arcadia Quest, Jenseits der Gruft. Ah, ist das nicht aus Standalone? Nein, okay. Du brauchst das Basisspiel dafür. Das Standalone heißt irgendwie anders. Ja, es gibt ja wieder neue Spiele davon. Ich glaube, Inferno ist, glaube ich, jetzt das Neueste, was vor ein paar Wochen oder Monaten auf Kickstarter durchging und wieder durch die Decke geschossen ist. Und das kannst du wohl alleine ohne Grundspiel machen. Aber jetzt hier das Jenseits der Gruft spielt halt oder setzt die Handlung oder setzt eine Handlung der alten Kampagne an. Und zwar befinden sich alle noch in Feierlaune, weil sie den bösen Graf Zahn gerade dem Erdboden gleichgemacht haben und wir dafür gesorgt haben, dass die Sonne dass es einen Tag- und Nachtwechsel gibt. Weil, wie wir uns alle erinnern, Graf Zahn wollte nur, dass es Nacht ist, weil da kann er als Vampir seine dunklen Pläne natürlich besser schmieden. Nun ja, kaum haben sich die Helden also ausgeruht, kommt ein neuer Bösewicht aufs Tableau. Und zwar ist das der König des Schreckens. Ein uralter König, der irgendwann mal verflucht wurde und seitdem in einer dunklen Gruft auf dem Grundfest oder Grundmauern der Stadt Arcadia sitzt und du darauf wartet, befreit zu werden. Und das passiert auch, und zwar in Form von Dr. Spider. Diese Namen denkst du dir jetzt gerade nicht aus, oder? Nein, die stehen hier alle so. Und, die Namen waren schon im Grundspiel genial, also. Ja. Und Dr. Spider ist Nekromant und will halt allen Lebewesen das ewige Leben gönnen und dafür greift er halt auf den König des Schreckens zu, der natürlich damit nicht einverstanden ist und erstmal die Stadt mit Untoten flutet. Ihn unterstützt natürlich trotzdem der Dr. Spider, der auch nichts anderes zu tun hatte in der Zwischenzeit, als einen großen Traum zu erfüllen. Und zwar hat er seinen großen, bösen Frank erschaffen. Frank hat zwei Schrauben im Hals und einen platten Kopf. Zwinker, zwinker. Wer könnte Frank wohl sein? Der Rocky erschaffen hat. Nee, das war ein anderer Film. Ja. Nun ja, altbekanntes Szenario, sprich es strömen die Untoten oder strömen die gegnerischen Horden, in diesem Fall sind es dann zum Beispiel axtschleudernde Zombies, Knochletten, Geister, Schlachterzombies und Nekromanten stürmen jetzt durch Arcadia und ein normales Leben ist in Arcadia jetzt nicht möglich, weil nachts kann jetzt keiner mehr schlafen, weil nur noch Geister und Untote durch die Straßen ziehen. Und dort treten jetzt die altbekannten Gilden aus dem ersten Teil oder aus dem Grundspiel wieder in Aktion. Und versuchen jetzt in schöner Player-versus-Player-versus-Environment-Manier, das war ja das Besondere bei Arcadia, man spielt quasi Spieler gegen Spieler und auch gegen die Monster im Endeffekt. Und es war halt kein kooperatives Spiel. Alles das bleibt erhalten. Es gibt zwei neue Helden, es gibt halt neue Monster, es gibt neue Ausrüstungsgegenstände, es gibt neue Bodenpläne und natürlich eine neue Kampagne. Weil Quest war ja so aufgebaut, dass du eine Kampagne durchspielst und der Gewinner einer entsprechenden Levels oder entsprechenden Schlacht, hat dann die nächste Kampagne ausgewählt und so arbeitete man sich quasi zur finalen Kampagne vor. Wie gesagt, all das hat sich nicht großartig geändert, es ist halt noch einige Sachen dazugekommen. Neue Figuren, neue Modelle, der König des Schreckens ist eine gewaltige Figur, die von der Bodenplatte so groß ist wie vier normale Figuren quasi, der da als Untoter schön durch die Gegend rennt und alles niederkloppt. Ja, wie euch schon eben erwähnt, ist es nur mehr vom eigentlichen Grundspiel. Es kommen kleinere Regelveränderungen hinzu, aber die machen das Spiel jetzt nicht neu. Sie führen es einfach fort und dieses Augenzwinkern, was halt Arcadia Quest aufmacht,
sei es anhand der Namen, aber auch dieser Big Head-Figuren, die so überproportional dicke Köpfe haben. Aber doch mehr von dem Gleichen, hast du gesagt. Genau. Es ist mehr von allem. Deswegen sagte ich, ich habe mich schwer getan, eine Erweiterung rauszusuchen, die jetzt irgendwie heraussticht. Deshalb habe ich mich jetzt für Arcadia Quest gegen Netz der Gruft entschieden, weil ich das Spiel einfach so gut finde und es nochmal erwähnt werden kann und nochmal gesagt werden kann, spielt es, ist es ein gutes Spiel, wäre was für Fantasy, für Dungeon Crawler im weitesten Sinne hierbei, dann auch Player versus Player, was übrig hat, der kann da bedenkenlos zugreifen und die Erweiterung macht's halt nochmal, ja, man kann nochmal länger spielen, hat noch ein paar neue Monster, Helden und Gegenstände dabei. Cool. Ja, das war meine Erweiterung. Aber Arcadia was Quest. Es genau ist, was sich da in dem Spiel fasziniert, kann ich jetzt nicht sagen. Dieser Humor und Miniaturen. Also es ist zum einen dieser Humor, den du natürlich hast, es nimmt sich halt komplett überhaupt nicht ernst. Ne? Also alleine die Namen der Monster, die Miniaturen, die Grafik, dieser ja Manga-Style ist es ja noch nicht mal. Es ist halt diese riesigen Köpfe der Leute und ja, die Hintergrundstory ist halt einfach sehr witzig. Wie gesagt, ich habe jetzt versucht, in groben Worten die Hintergrundstory wiederzugeben, die hier auf zwei Seiten klein bedruckt steht. Und bei Arcadia Quest war das genau dasselbe. Und was es halt ist, es ist halt mal kein kooperatives Spiel, wo sich Leute gegen einen zusammenschließen, sondern es ist wirklich Player versus Player. Wo halt jeder dann mal die Rolle der Monster übernimmt, um die zu steuern, beziehungsweise die haben so einen Mechanismus, wie die automatisch bewegt werden. Ja, es macht halt einfach Laune, wenn du spielst. Es ist relativ einfach zu würfeln. Du kannst deine Helden aufleveln, was mir zum Beispiel immer sehr viel Spaß macht, halt besser zu werden von Schlacht zu Schlacht. Hast du halt neue Waffen, neue Ausrüstungsgegenstände. Ja. Es macht einfach Laune. Cool. Ja, jenseits der Gruft von Cool Mini or Not, beziehungsweise im Vertrieb von Asmodee, wer jetzt der Autor ist, also es war Eric Lang bei der normalen Erweiterung, ich weiß gar nicht, wie es bei dem beim Grundspiel, weiß gar nicht, wie es bei der Erweiterung jetzt aussieht, ob er da auch noch seine Finger mit im Spiel hatte. Wahrscheinlich schon. Hier stehe ich, guck gerade bei Boardgame Geek, Thiago Aranha, Goulart, Eric Lang und Fred Parrott. Genau, er wird noch erwähnt, also wahrscheinlich, weil er das Grundspiel gemacht hat, wird er hier noch erwähnt. Aber das Spiel ist gemacht, die Regeln sind da und das lässt sich jetzt natürlich weiterführen alles. Dann darf jetzt der Matthias. Ja, also ich habe auch lange überlegt, ich werde jetzt trotzdem einfach mal kurz beide Spiele anerwähnen, das eine Spiel innerhalb von 10 Sekunden abfressen und dann zum nächsten gehen. Und zwar eigentlich hatte ich überlegt, so ich will die Time Stories, den zweiten Fall, Marcy's Case, kurz und ausführlich beleuchten, und zwar spoilerfrei. Nein. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, das kriege ich nicht hin. Ich kriege es nicht spoilerfrei hin. Es tut mir ganz doll leid, aber ich bin der Meinung, wer Time Stories auch nur ein bisschen angetestet hat und sagt, das würde der interessant, muss es spielen. Ich finde den Fall persönlich besser als den aus dem Grundspiel. Aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht ausführlich erläutern kann, ohne wieder anzufangen zu spoilern. Von da aus gesehen, einfach loslegen und Time Story ist eins der herausragenden Spiele in diesem Jahrgang, die man gespielt haben muss und auch die weiteren Fälle. Punkt. Kommen wir also zu der eigentlichen Erweiterung, die ich vorstelle. Und da habe ich mich für etwas entschieden, was eben nicht mehr vom Üblichen ist, sondern eher tatsächlich wir begehen neue Wege. Weil das kann man ja natürlich auch mit eine Erweiterung machen. Und mit neue Wege meinen wir hier ganz deutlich, dass das auch wirklich an allen herumkratzen kann. Die Rede ist von German Railroads, der Erweiterung für Russian Railroads. Das Spiel kommt, wie es heutzutage modern inzwischen ist, mit mehreren Modulen. In der Anleitung werden zwar 4 Module erwähnt, aber ich gehe jetzt mal konkret auf die beiden großen Module ein, die in anderen Verlagen wahrscheinlich in getrennten Erweiterungen erschienen wären. Aber Hans zum Glück sagte sich, nee, wir machen das ruhig beides zusammen rein, weil das richtig cool wird. Die erste Modul, das ist das Deutschland-Modul. Das ersetzt die Spielbretter, die im normalen Spiel drin liegen.
Da sind wir ja über drei reguläre Strecken gelandet und diesmal wandern wir über drei andere Strecken. Und zwar wandern wir einmal nach, lass es mich nicht lügen, das war einmal nach Dresden, einmal nach Nürnberg-Fürth und dann gibt's eine Strecke nach München und da kommen wir schon gleich zum ersten Besonderen. Das ist nämlich die lange Strecke und die kann man aber auch statt nach München zu fahren, mittendrin einfach eine Weiche umstellen und sagen, wir fahren stattdessen nach Berlin. Also diese Strecke macht nach acht Feldern schon den ersten Entscheidungsbogen und sagt, ja, willst du das wirklich ausführlich so wie im alten Grundspiel 15 Felder weit gehen und dir dafür alles Mögliche noch hier holen? Oder möchtest du vielleicht eine gekürzte Strecke, wo du diese einzelnen Sachen früher bekommst? Dafür nimmst du dir aber die Möglichkeit, den großen weißen Stein, der richtig viele Punkte wert ist, irgendwie zu nehmen. Das ist beides eine schöne Möglichkeit. Und dadurch, dass man sich das nicht sofort am Anfang entscheiden muss, sondern erst während des Bauens, hat man natürlich auch die Möglichkeit zu entscheiden, wie viele andere Leute wollen denn auf die lange Strecke gehen? Kriege ich das überhaupt genug hin? Kriege ich genug schwarze Schienen? Vielleicht nehme ich jetzt auch die kürzeren Weg oder oh, ich habe gesehen, der andere geht den kürzeren Weg und lässt mir damit die Option offen. Finde ich, ist super gelungen, macht schon allein deswegen eine Menge Spaß. Aber auch die anderen beiden Strecken haben es in sich. Die sind nämlich nur zum Teil auf dem Spielbrett aufgedruckt und dann liegen da ganz viele Plättchen dabei, mit denen man sich diese Strecken selber pflastern kann mit den ganzen Boni, die man dort erhält. Und die sind wirklich, wirklich großartig verschieden und dadurch bastelt man sich eigentlich sein Spielbrett nochmal richtig gut zusammen. Zum Beispiel für die Strecke nach Dresden kann man dann sowas nehmen, was dann zusätzliche Einnahmen schafft, am Ende nochmal ordentlich Geld gibt oder einem auch den zusätzlichen Industriemarker erlaubt. Und ja, damit kann man theoretisch auf drei Industriemarker kommen. Aber auch die Strecke nach Nürnberg-Fürth, da ist es sogar so, dass da zwei Teilstrecken gebaut werden können. Das heißt, man kann sowohl für die erste Hälfte davon variieren als auch für die zweite Hälfte. Man kann auf diese Weise zum Beispiel auch drei Einnahmefelder zusammenbekommen. Wobei die Einnahme jetzt natürlich tatsächlich was Neues ist. Und zwar, es liegen jetzt so Einkommensmarker, wo man halt am Ende der Runde dann immer so Einkommen kriegt. Das kann sein halt Geld oder noch einen zusätzlichen Schritt oder einen zusätzlichen Industrieschritt oder solche Sachen. Total angenehm, total variantenreich. Nicht mehr ganz so, ich muss meine Strategie am Anfang des Spiels komplett fix haben, weil man nicht weiß, ob man hier diese Strategie in der Form auch durchkriegt. Und gerade für Spieler, die sagen, sie möchten lieber ein bisschen variabler sein und möchten halt während des Spiels auch noch sich taktisch umentscheiden können, definitiv eine deutliche Verbesserung. Und damit werden auch gerade diese Spieler auch ganz positiv angesprochen. Finde ich ganz toll, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Das andere große Modul, und da kommen wir jetzt wirklich in den Heavy-Bereich, also auch da sieht man, die beiden Module sind unterschiedlich. Das erste ist eher so, naja, für Leute, die es nicht ganz so strategisch wollen, wir machen es ein bisschen leichter, man kann ein bisschen lockerer spielen. Und jetzt kommen wir zu dem, wo es deutlich weniger locker ist, nämlich zu Kohle. Es gibt drei zusätzliche Aktionsfelder auf dem Spielfeld. Mit dem einen kann man sich Kohle nehmen, mit dem anderen kann man sich Gießereien besorgen. Und Gießereien sind persönliche Aktionsfelder, wo man Kohle umwandeln kann in zusätzliche Aktionen. Und das dritte Feld ist etwas, wo man für eine Kohle sich einen Heizer holen kann. Und den Heizer, den kann man entweder eine Lokomotive anlegen, dann ist die halt um einen besser. Oder man legt seine Fabrik an, dann wird sie halt auch um eins besser. Was so viel bedeutet, bei einigen heißt das, dass der Effekt fast verdoppelt wird. Und das Spannende daran ist tatsächlich, man möchte das natürlich machen, weil die Aktionsfelder, die man mit Kohle nutzen kann, kann man on top nutzen. Das heißt, wenn man dran ist, legt man halt irgendwo eine Figur ein und zusätzlich, ich zahle Kohle und nutze diese Gießerei. Und das hat schon wirklich einiges von, oh, ich muss genau aufpassen, wann möchte ich dieses oder jenes machen und welche Gießereien sind denn zur Auswahl? Es gibt 12 verschiedene, aber davon sind am Anfang nur 2 zur Auswahl. Und erst wenn eine gekauft wird, kommt eine neue dazu. Und da der Heizer auf der Rückseite von der Gießerei ist, wenn also jemand einen Heizer nimmt, kann sein, dass der halt eine Gießerei komplett aus dem Spiel rausnimmt und man weiß nicht, welches ist, weil man die Vorderseite vorher nicht gesehen hat. All solche Sachen. Da ist eine Menge mehr, was man bedenken muss. Das Spiel wird auch extra deswegen noch um eine Runde gekürzt. Ich glaube, aus Angst vor irgendeinem Brain Freeze oder so. Also das Spiel ist definitiv härter damit. Da wird ordentlich von den Spielern abverlangt, dass sie geschickt planen. Man hat nicht mehr das Gefühl, man macht irgendwie 500 Punkte im Spiel, sondern man hat das Gefühl, oh, ich bin froh, ich habe 200 gemacht.
weil einfach viel mehr von einem verlangt wird. Also diese Kohle, die saugt ganz schön. Und natürlich, wer es ganz brutal möchte, kombiniert das und nimmt die Kohleerweiterung mit den Deutschlandbrettern und gönnt sich damit also ganz viel technischen Schnickschnack. Persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde beide Module klasse. Deutschlandbrett würde ich immer wieder gerne spielen. Kohle muss ich ganz ehrlich sagen, boah, nur mit den richtigen Mitspielern. Also Leute, die das auch entsprechend verinnerlicht haben und genau wissen, was da auf sie zukommt. Aber alleine für diese beiden, also Module, das ist diese Erweiterung ist jeden Cent wert. Also das ist echt klasse. Wer Russian Railroads Fan ist, kann ich in keinster Weise sehen, wie man dann auf diese Erweiterung verzichten kann. Von da aus gesehen werden die meisten das inzwischen auch schon gespielt haben. Aber für die noch unsicher waren, ob sie sowas brauchen, ja, ihr braucht es. Was noch enthalten ist, und das finde ich sehr schön, ist Emil. Emil ist ein Lokomotivführerhund. Und zwar, es wurde auch in der Anleitung so extra erklärt, deine Freunde sind alle noch auf Arbeit, der Yukata-Server ist down, also die verweisen sogar auf Yukata, wo man ja Russian Railroads regulär auch spielen kann. Dann gibt's halt diese Solo-Variante. Da spielt man halt gegen diesen Hund. Und der Hund, der hat halt einen festen Vorgehen, da gibt's einen ganzen Kartenstapel, wo er genau sagt, dann macht er dieses und jenes und der beginnt auch immer das Spiel. Und das ist nicht so einfach, gegen den zu spielen. Also im Sinne von, der spielt schon relativ gut. Also wer sagt, ich brauche noch mehr und es braucht auch nicht elektronisch zu sein und ich will noch spielen, dem würde ich auch eine Runde Emil mal ans Herz legen. Kann ich echt empfehlen. Das vierte, was noch als Modul aufgeführt ist, ist dann wieder mehr vom Meer. Das soll heißen, das sind neue Ingenieure, neue Fragezeichenplättchen, eine neue Fabrik, neue Karte. Darauf würde ich jetzt nicht so eingehen. Das sind eher so Sachen, die noch dazukommen im Sinne von, also der eine Ingenieur zum Beispiel, der produziert noch 2 Kohle zusätzlich für einen Typen oder so. Das ist alles ganz nett. Das macht auch Sinn, dass es dabei ist, aber das ist jetzt eigentlich nicht erwähnenswert, das als neues Modul mit aufzuführen. Von da aus gesehen, man hat diese beiden großen Module, die echt, echt toll sind, alle beide. Und es gibt halt noch die Solo-Variante mit drin für Leute, die keine Freunde haben oder die sagen, meine Freunde spielen zu selten mit mir. Aber das ist für mich jetzt zum Beispiel so eine Erweiterung, wo ich sagen würde, ach nee, lass mal. Ja, das liegt aber daran, dass ich glaube auch, dass Russian Railroads ein Spiel ist, wo du sagst, ach nee, lass mal. Nee, das liegt jetzt so einmal. Russian Railroads ist so obere Grenze, weiß ich nicht. Ja, doch. Ich finde Russian Railroads toll. Das ist ein super Spiel, rund an jeder Ecke. Also, aber die bringt mir jetzt noch mal zu viel Kram rein. Aber es klingt doch jetzt fast so, als wäre es vom Umfang fast wie ein eigenständiges Spiel. Ja, ist es auch. Also die Schachtel ist fast genauso groß. Also sie ist von der Größe her genauso, von der Höhe, glaube ich, 2/3 so hoch und wirklich vollgepackt. Also ist echt eine Menge drin. Also ich glaube, ich habe halt persönlich wahrscheinlich Russian Railroads noch nicht ergründet genug, dass ich irgendwie Lust auf die Erweiterung hätte. Da habe ich wahrscheinlich eine dreistellige Partie, ne, dreistellig ist nicht, aber 20, 30 Partien Vorsprung. Vorsprung? Ja, wahrscheinlich. Davon einige Spiele auf Yukata. Das geht auch schnell nebenbei auf Arbeit. Ja, auf der Autobahn mit 160. Gute Idee. Ja, das wird schwieriger. Also, das verstehe ich. Das dann natürlich, also, hast du den falschen Job an der Stelle. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber wie gesagt, Hans im Glück macht ja immer eigentlich ganz gute Erweiterungen auch mit diesen Modulen. Das ist ja eigentlich immer ganz positiv. Ich erinnere da noch an eine Brügge-Erweiterung, wo auch nicht alle Module unbedingt brauchbar sind. Oder nee, brauchbar klingt jetzt falsch. Also bei Brügge fand ich vor allem die Erweiterung, die den Hafen dazu gebracht hat, hervorragend. Ja, stimmt. Das ist halt der Unterschied nochmal. Also wir sehen ja, man kann Erweiterungen haben mit mehr more of the same oder Erweiterungen, die das Spiel komplett ändern und daraus ein neues Spiel machen. Und in meinen Augen haben beide Erweiterungen natürlich ihre Daseinsberechtigung. Auf der einen Seite, weil, hey, ich liebe das Spiel eh und jetzt habe ich noch mal was Neues, was ich mit dem Spiel kombinieren kann. Gerade wenn so ein Spiel offen ist, dass es halt eine Menge Varianz eh schon drin hat und diese halt erweiterbar ist. Wie zum Beispiel wir auch bei der Seven Wonders Folge gesagt haben. Also ich meine, Leaders ist ja so ein Ding, okay, das ist jetzt zwar eine neue Kartenart, aber in der Theorie ist es more of the same. Wir haben eine zusätzliche Draftrunde mit ein paar Karten. Während hingegen Babel etwas ist, was komplett was Neues in das Spiel reingebracht hat. Ja.
Man muss entsprechend Fan sein oder verschiedene Erwartungen haben. Ich bin Fan von beidem und ich freue mich vor allem, dass wenn etwas Neues kommt, dass es dann auch etwas ist, was das Spiel einfach wirklich in eine andere Richtung treibt. Schönes Schlusswort. Genau. Marcy's Case ist eher so more of the same, aber da hatten wir eh noch nicht so viel. Da kann ruhig noch more of the same kommen. Und von da aus gesehen auch dafür noch mal kurz die Empfehlung. Kann sich lassen. Spiel Time Stories. Ich möchte, dass da noch ganz viele Fälle rauskommen. Ich habe Angst, dass die nach 6 oder 8 aufhören. Nee, 6 oder 8, überleg mal, das sind denn aber. Ich hoffe einfach, dass die Community da stark genug ist und eigene Fälle kreieren kann. Ja, das hoffe ich auch. Wobei, das ist schwierig, so einen eigenen Fall selber zu basteln. Weißt du, du kannst ja nicht sagen, oh, ich lade mir das mal runter und schneide mir das zurecht, weil da siehst du ja schon 90%. Das ist richtig. Aber dass dann der Verlag es aufgreift und sagt, okay, das Ding ist so gut, das müssen wir jetzt quasi noch einmal überarbeiten lassen und können es dann so fast drucken. Das wäre geil. Weil möglich ist es ja jetzt, ja. Ja. Ja, dann lasst euch mal was einfallen, ihr beiden. Ja. Okay. Wir machen ein Arne-kompatibles Modul. Ja. Du meinst eins, das in einem Durchgang gespielt werden kann? Ah, ich wusste es. Das habe ich nicht gesagt. Ich wusste es. Ich wollte es selber nicht sagen, aber. Ich würde jetzt an dieser Stelle noch kurz nutzen, und das ist jetzt zwar keine Erweiterung, aber das ist etwas, was ich mir trotzdem ein bisschen am Herzen liegt. Und zwar würde ich gerne noch darauf hinweisen, es gibt einen neuen Brettspiel-Podcast, und zwar die Brettagogen. Die haben auch schon 2 Folgen draußen, und die würde ich allen Leuten, die sagen, sie brauchen mehr Hörstoff, einfach mal ans Ohr legen und sagen, hört auch da mal rein. Die Jungs machen eine tolle Arbeit. Und das nenne ich mal Selbstbewusstsein. Werbung für die Konkurrenz machen. Das ist doch keine Konkurrenz, wir ergänzen uns. Nein, die beiden verfolgen so ein bisschen einen ganz anderen Ansatz, der René eigentlich auch zugutekommen müsste, weil sie beschäftigen sich auch mit dem Thema des Spiels oder mit dem Thema der Realität mehr. Also als ja, nur das Thema. Ich weiß nicht, wie das jetzt in Zukunft aussieht, aber sie versuchen irgendwie, es ging zum Beispiel um das Spiel Marco Polo und haben mal so ein bisschen auch die Hintergründe beleuchtet. Was auch so ein paar Knackpunkte in dem Spiel sind, die nicht so ganz historisch korrekt sind und so weiter. Das fand ich. Dann freue ich mich ja auf die Hintergründe zu Arcadia Quest demnächst. Nee, die machen ja schon immer, ja, keine Ahnung. Also, das wäre tatsächlich spannend, aber ich weiß nicht, ob die beiden das noch schaffen, das dann auch zu spielen und dann zu beleuchten. Das wäre tatsächlich heftig. Aber so gibt's natürlich jede Menge Spiele, wo sie was beleuchten wollen und können. Und da freue ich mich, wie gesagt, auf weitere Folgen. Und an dieser Stelle halt nochmal eine Hörempfehlung, die Brettagogen. Der René packt auch in die Shownotes nochmal einen Link zu denen. Jawohl, mache ich. Ja, dann haben wir es mal wieder geschafft. Uff. Gut, dann war es das mal mit Erweiterungen für dieses Mal. Genau. Nächste Woche ist wieder eine große Folge mit einer Top 10. Genau, eine Top 10. Wir sind nämlich schon wieder bei Folge 60 da angekommen. Ja. Ich habe auch das Gefühl, wir haben auch schon graue Haare. Wie das Thema haben wir auch immer noch nicht. Ne? Ach, die Leute lieben es doch, wenn sie überrascht werden. Oder soll ich es einfach jetzt benennen? Dann haben wir es fest. Nein. Wir unterhalten uns gleich nach der Aufnahme noch. Okay. Und ich glaube, ich kaufe dem René erstmal gleich mal ein neues Mikro. Gut. Wie auch immer. Alles klar. Kommentare, wie immer, gerne. Unter die Folge? info@bretterwisser.de. Wunderbar. Aber auch gerne unter die Folge oder auf Facebook, Twitter oder für Arne gerne auch auf Instagram. Ja. Also wir sind noch nicht als Bretterwisser auf Instagram. Keine Ahnung, wie wir das gelöst bekommen. Aber wir sind natürlich, also Arne hat einen Instagram-Account. Ich habe einen Instagram-Account, auf dem ich seit Jahren nichts mehr gepostet habe. Und René hat, glaube ich, auch einen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber Arne hat auf jeden Fall einen. Das ist schon mal was ganz Wichtiges. Ja. Also wenn ihr auch noch Arne auf Instagram folgen wollt, tut das mal. Und wenn ihr ihn dann dort belästigen wollt und unter irgendwelche von seinen Bildern auch noch Kommentare zu Folgen packen wollt, Arne liest die, keine Angst. Na klar.
Alles klar. Und das Schleifchen jetzt. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.